Herr Rosemann, Sie haben druckfrisch eine neue Studie veröffentlicht, die anhand von drei chronischen Krankheiten zeigt, wie die Auswirkungen sind von Managed Care. Können Sie kurz sagen, was diese Studie genau zeigt? Ja, wir haben auf der Basis von Helsana-Daten insgesamt fast 100.000 Versicherte analysiert und wir haben in diesen Helsana-Daten festgestellt, dass Patienten mit einer kardiovaskulären Erkrankung, mit einem Diabetes mellitus oder mit Asthma oder COPD ein deutlich niedrigeres Risiko haben, hospitalisiert zu werden, wenn sie in einem Managed Care Modell behandelt werden. Zudem gab sich bei diesen Patienten auch signifikant niedrigere Kosten. Das heißt, ich kann davon ausgehen als Patient, wenn ich eine solche Betreuung habe, dass ich eigentlich besser dran bin, als wenn ich zu einem normalen, in Anführungszeichen, Hausarzt gehe. Ja, also gerade Managed Care Modelle standen ja oft im Verdacht, man bekäme da etwas weniger an Medizin. Das bestätigt sich in unseren Daten überhaupt nicht. Sie scheinen offensichtlich eine bessere, kontinuierlichere Betreuung zu erhalten, weil eben das Risiko, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung, ihrer chronischen Erkrankung ins Spital müssen, signifikant geringer ist. Das deckt sich auch, wenn ich das anfügen darf, mit Daten aus einer anderen Studie, wo wir das Überweisungsverhalten bei Managed Care Patienten untersucht haben. Und auch hier ist es so, dass Managed Care Patienten nicht weniger verwiesen werden an Spezialisten, sondern sogar etwas mehr als der Durchschnitt der Patienten, aber offensichtlich gezielter und zum Wohle der Patienten, letzten Endes auch zum Wohle des Portemonnaies. Jetzt gibt es ja in der letzten Zeit eine Diskussion darüber, dass das genau nicht so sei. Es gibt so Zahlen, die sagen, Gruppenpraxen seien teurer, seien Kostentreiber. Wie kommt das denn? Ja, da muss man natürlich differenzieren. Sie spielen auf diesen NZZ-Artikel an, in dem Gruppenpraxen als Kostentreiber dargestellt worden sind. Die Studie, die wir angefertigt haben, bezieht sich weniger auf das Setting, also ob Gruppen- oder Einzelpraxis, sondern auf das Versicherungsmodell. Und wenn Ärzte Budgetverantwortlichkeit übernehmen für ihre Patienten, wie das im Rahmen eines Managed Care Modells ist, dann scheint es so zu sein, dass diese Patienten besser koordiniert sind, davon gesundheitlich profitieren und auch weniger Kosten entstehen. Ob das nun im Rahmen einer Gruppenpraxis stattfindet oder im Rahmen einer Einzelpraxis, das ist letzten Endes sekundär. Also die Gruppenpraxis ist ein Setting, was mit der dargebotenen Form der Versorgung zunächst einmal nichts zu tun hat. Und es ist durchaus möglich, Gruppenpraxen quasi auch zu missbrauchen, zur Gewinnmaximierung, wenn dahinter kommerzielle Interessen von Finanzinvestoren stehen und eben nicht zunächst das Interesse besteht, hohe Qualität, medizinische Qualität darzubieten, wie es bei Managed Care Modellen der Fall ist. Jetzt haben wir die Vergangenheit ein bisschen angeschaut. Diskussionen gehen ja auch darüber, wie sich die Hausarztmedizin verändert in der Zukunft. Sie sind ja Spezialist in diesem Bereich. Was glauben Sie, was kommt auf uns zu? Ich denke, wir werden mehr dieser Gruppenpraxen sehen, und zwar hoffentlich Gruppenpraxen, die eben nicht kommerziell orientiert sind, sondern im Sinne der Managed Care-Idee dem Wohl des Patienten zunächst verpflichtet. Aber diese Gruppenpraxen entstehen natürlich einmal durch den Kostendruck, durch den Effizienzdruck. Gruppenpraxen sind effizienter und zum anderen entsprechen sie natürlich auch den Bedürfnissen der neuen Medizinergeneration. Was wir sehr stark feststellen an unserem hausärztlichen Nachwuchs ist, dass er in eine Gruppenpraxis gehen möchte. Also die Einzelpraxis ist nur noch für ganz, ganz wenige das Modell, in dem Sie als Ärztin oder Arzt arbeiten möchten. Und allein schon aus diesem Grund wird die Gruppenpraxis das klar favorisierte Modell der Zukunft sein. Wird es in dieser Gruppenpraxis auch
dieses klar getrennte Praxisassistentin-Arzt-Gehabe noch geben oder wird sich dort auch einiges verändern? Also ich denke, das wirkliche Potenzial können Gruppenpraxen dann ausspielen, wenn sie echte integrierte Versorgung anbieten. Und integrierte Versorgung würde in diesem Setting bedeuten, dass man Spezialisten mit einbindet, dass man also den raschen Austausch, die rasche Kommunikation mit den Spezialisten nutzt, dass man aber auch Aufgaben, insbesondere bei chronisch Kranken, im Hinblick auf die Kontinuität der Betreuung delegiert, beispielsweise an speziell geschulte MPAs oder Practice Nurses, Physician Assistants, so wie es, in anderen Ländern gibt. Okay, vielen Dank. Gerne.